Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute möchte ich, weil es gewünscht war, einfach einmal zeigen, wie man ja, Servietten zum Glitzern bringt. Nenne ich das einfach mal so. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Glitzer. Ich würde sagen, oder nicht dieses ganz feine Glitzer, das ist nicht so ganz cool, sondern schon ein bisschen was gröberes Glitzer. Ich habe mich dafür das entschieden, das gab es irgendwann beim Action. Und jetzt bekommt es endlich seine Aufgabe. Aber erst einmal brauchen wir eine Unterlage. Dafür nehme ich einmal diese und wir brauchen natürlich Servietten. Ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte einmal so eine richtig kitschige Variante machen und einmal eine so in so einem Silberton, die wir dann später auch verwenden können. Gucken wir mal. Also für die, ja, ich würde mal sagen, für die komplett normale Version in Anführungszeichen würde ich gerne von diesen Servietten eine nehmen, beziehungsweise ich habe hier das Innere noch, das Äußere haben wir ja schon verwendet und dann hat man ja immer noch was übrig und genau das kann man dafür gut nutzen. Das heißt, ich muss erstmal die Serviette hier auseinander bekommen, das ist ja auch manchmal geht das ganz easy und manchmal nicht, aber ich glaube, in dem Fall klappt das ganz gut. So, wir ziehen das einmal vorsichtig auseinander. Eine Seite legen wir zur Seite, können wir natürlich auch nutzen, aber ich habe leider nicht so viele Matten, deswegen geht das nicht. Und diese nehme ich jetzt, die falte ich mir jetzt auch nochmal zusammen, weil sie leider in der Länge oder in der Höhe, Breite, wie auch immer, nicht hier drauf passt. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall einmal ein Stückchen abschneiden. Das mache ich jetzt einmal. So, jetzt müsste das passen. Doch, sieht gut aus, ne? Das passt. Bedeutet, die kommt jetzt hier gleich drauf, die Serviette. Aber vorher, bevor wir das machen, gucken wir jetzt erstmal, welche Farben wir nehmen wollen. So, mal sehen, kriege ich das so raus? Ja, kriege ich so raus? Okay. Moment. Also, ich habe ja gesagt, Silber. Diese beiden. Das ist ja mehr so in so einem Schwarz. Das Weiß würde ich jetzt nicht präferieren. Das heißt, wir nehmen diese beiden dort vorne auf jeden Fall. Ja, das machen wir. Jetzt mache ich es so, dass ich dafür Bastelkleber brauche. Das habe ich mir hier schon vorbereitet. Das ist ganz normaler Bastelkleber. Moment, ich muss einmal rübergreifen. Das ist das. Das mische ich mir hier immer an. Also wie gesagt, einfacher Bastelkleber und den vermische ich mit Wasser immer. Und ja, das rühre ich mir dann einmal durch. Ihr seht, das ist sehr flüssig. Das ist auch okay. Das ist auch absolut ausreichend. Das muss keine feste Masse sein. Das funktioniert so ganz gut. Ihr könnt jetzt den Glitzer auch hier mit reinmachen. Da ich aber das, ich hoffe, es reicht für beide Servietten jetzt gleich. Da ich da das Rosane auch noch ganz gerne machen wollen würde, ich hoffe, das funktioniert gleich, mache ich den Glitzer jetzt nicht hier rein, sondern streue den jetzt gleich einfach hier drüber. Bedeutet, ich muss erstmal das Stäbchen hier rausnehmen. Dann ein Pinsel eurer Wahl. Was ich jetzt mache, das muss man nicht machen. Das ist immer so eine, das ist so eine Kopfsache einfach bei mir. Wir können schon mal vorher diese Matte hier so ein bisschen einpinseln. Aber das muss man nicht machen. Wie gesagt, das kann man, muss man nicht. Ihr könnt auch hier rein theoretisch schon ein bisschen Glitzer drauf geben. Das würde auch funktionieren. Aber ich mache das gleich oben drüber. Ich habe mich da so ein bisschen ausprobiert und wenn man das oben drüber macht, ist das eigentlich, finde ich zumindest, die beste Variante. Warum? Weil, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals heute, weil wenn ihr das oben drüber macht, ich lege mal eben diese Serviette drauf erstmal, so, kann ich dich noch ein Stück runterziehen? Meistens klappt das. Oder auch nicht, nee. Wenn das reißt, ist nicht schlimm. So, okay. War zu langsam. Das ist einfach alles. So, jetzt aber. Also, wenn ihr das im Nachhinein drüber streut, nicht vorher hier unten drunter gebt, ist das so, dass ihr dann einfach nochmal wesentlich einfacher nochmal eine Schicht Bastelkleber am Ende drüber geben könnt. Das kommt nämlich gleich drauf an, wie viel Bastelkleber ihr benutzt. Und da kann es halt sein, dass man nochmal eine Schicht drüber geben sollte, damit sich das ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, damit sich das angenehm anfühlt, sage ich das mal so.
Sonst kann es sein, dass man den Glitzer schon sehr merkt. Der löst sich nicht, aber ich würde tatsächlich noch mal eine zweite Schicht drüber geben. Ich zeige euch das auch alles Schritt für Schritt. Das heißt, wir geben auch gemeinsam die zweite Schicht hier drüber und alles. Das machen wir alles gemeinsam. Jetzt machen wir aber erstmal den Anfang hier einmal. So. Ich drehe das einmal. Ist irgendwie einfacher für mich. Und bei dem Kleber, ihr könnt das auch einfach draufschütten. Ihr müsst das jetzt nicht so streichen. Wie gesagt, wenn das hier passiert, wenn da so ein kleiner Einriss drin ist oder so, das ist nicht schlimm. Der Bastelkleber, der geht da, ja, der fungiert dann einfach als Schließmittel, sage ich mal. Das ist eine super Sache dann am Ende. Mich stören zum Beispiel diese Wellen, die jetzt hier entstehen, nicht. Ich finde die sehr cool sogar. Ich mag diesen Effekt. Wen das stört, der muss natürlich gucken, dass er das gerade irgendwie hinbekommt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, dass man das gerade hinbekommt, weil ich habe es auch noch nicht probiert. Wie gesagt, mich stört das nicht, weil ich finde es eigentlich auch sehr schön. So, jetzt haben wir doch da ein wenig Kleber drüber. Noch mal so ein bisschen nachgeben. Es kann ruhig ein bisschen mehr Kleber sein, aber wie gesagt, da man da sowieso noch ein zweites Mal drüber geht, ist das nicht so schlimm. So, mal gucken, wie sich das ja verhält. Machen wir das mal auf. Ja, und dann gibt man jetzt einfach so ein bisschen Glitzer seiner Wahl darüber, wie man halt mag. Vielleicht nicht ganz so viel. Bei dem einen, was ich euch letztes Mal gezeigt habe, war extrem viel. Und dann kommt das natürlich auch auf die Farbe an. Da muss man sich so ein bisschen ausprobieren. Es gibt auch Glitzer, was, wenn man das in den Bastelkleber mit eingibt, das färbt ab. Ich hoffe, das passiert jetzt hier nicht. Wie gesagt, das habe ich auch schon gehabt. Und das ist dann nicht so schön. Das ist dann auch schade drum. Aber das weiß man vorher leider nicht. Ich kann das auch leider nicht vorher erkennen. Vielleicht hat er ja der ein oder andere einen Tipp. So, jetzt gucken wir mal bei den Großen. Ein bisschen vorsichtiger sein. Die machen wir uns mal hier in die Hand. So, und dann gibt man, wie gesagt, einfach das da drüber. Nicht zu viel am besten. Gucken auch, dass man so ein bisschen an den Ecken rankommt. Und wenn man dieses ganz feine, kleine Glitzer nimmt, das geht auch. Aber ich finde das persönlich nicht ganz so schön. Aber das ist halt auch Geschmackssache am Ende. So, jetzt wollen wir die alle noch loswerden, die jetzt hier in der Hand sind. So. Moment, Moment. So, jetzt haben wir sie, glaube ich, noch. Nee, da ist noch einer. Jetzt? Ja. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus. Das sieht natürlich noch nach nichts aus, das gebe ich zu. Das muss jetzt auch trocknen. Das heißt, so ungefähr. Also Pi mal Daumen sage ich immer so 24 Stunden auf jeden Fall. Dann ist es wirklich schön trocken. Dann gehe ich nochmal auf jeden Fall mit Bastelkleber drüber. Hier ist noch ein Glitzerkörnchen. So. Dann gehe ich auf jeden Fall nochmal mit Bastelkleber drüber und lasse auch das nochmal 24 Stunden trocknen. Also es dauert eine Weile. Wenn ihr wisst, die Matte ist frei die nächsten Tage, dann könnt ihr das machen. Wenn ihr aber wisst, nee, ich brauche die auf jeden Fall nochmal für was anderes, dann würde ich das immer dann machen, wenn da auch die Zeit für gegeben ist. Sonst nicht. Okay, das lege ich jetzt erstmal zum Trocknen weg und dann machen wir einmal das Ganze mit Rosa. Gut, dann machen wir jetzt mit der rosanen Serviette weiter. Oh, ich hätte vielleicht das genau andersrum machen sollen, ne? Achso, erstmal umdrehen. Immer, ah, genau, immer die glänzende Seite nehmen. Genau, das ist wichtig. Ich habe das noch nie auf der anderen Seite probiert tatsächlich. Ihr kriegt dann eine Seite raus, die glänzend ist, also die, die hier aufliegt. Und die obere Seite ist dann matt. Das vielleicht auch noch zur Info dazu. Das Ganze wird jetzt, glaube ich, so ein bisschen Barbie-like. Und zwar brauche ich dafür Servietten. Ich habe mich jetzt für das Big Pack von IKEA entschieden. In einen wunderschönen Rosa. Ich finde den Rosaton tatsächlich sehr schön. Ich mache das mal auf. Das knistert ein bisschen. Moment. So, da haben wir eine Serviette. Jetzt müssen wir auch erstmal schauen. Ich glaube, ja, die ist natürlich sehr, sehr groß. Und zwar zu allen Seiten hin. Das bedeutet, hier würde ich das jetzt vielleicht. Ja, doch, das machen wir so. Ich schneide einfach dieses Muster rumherum einmal ab. Und auch hier gilt jetzt, das müssen wir erstmal auseinandernehmen. Eine Schicht wieder. Guck, haben wir schon. Ne, das ist doch jetzt eine Schicht. Ja, sehr dünn. Ist die zweischichtig? Nee, dreilagig. Da müsste ja hier.
Ja, hier ist das andere zwischen. Gut, das legen wir auch zur Seite. Erstmal schauen, ob das... Oh Gott, das ist immer noch zu groß. Okay, von den Seiten her passt es jetzt, aber von der Länge noch nicht. Also schnibbeln wir da nochmal was ab. So, jetzt habe ich aber sehr großzügig abgeschnitten. Schauen wir. Guck, so machen wir es. So machen wir das. Jetzt entscheiden wir uns für einen rosa Ton. Ich mache das jetzt erstmal auf. Also hier würde ich sagen, das geht sehr ins Lila. Ich würde sagen, den Ton nehmen wir. Wollen wir den dazu nehmen? Oder wir nehmen nur das. Also das hier finde ich zu lila. Das ist definitiv raus. Das ist rot, das ist auch sehr lila. Ich lege das mal ein Stück rüber. Also die finde ich, die bleiben. Die finde ich sehr... Wenn wir so ein paar davon nur reinmachen. Komm, wir machen das so. Nur ein paar. Gucken wir einfach mal. So, ja, was mache ich jetzt? Genau dasselbe in grün eigentlich. Ich gehe wieder hin. Ich streiche auch hier die Matte einmal ein. So. Wie gesagt, ihr müsst das vorher nicht machen. Das ist einfach so eine... Ja, das mache ich einfach halt. So eine Kopfsache. Mache ich auch nicht immer, aber ja. So. Dann hat die Serviette am... Naja, die hat am Anfang dann auch einen guten Halt schon mal, ne? Das muss man natürlich auch sagen. So. Und dann legen wir die hier drauf. Dass sie nicht kaputt gehen. So. Ich mache nochmal ein Stück runter. Und dann gehen wir da wieder mit dem Kleber einfach drüber. Nee, jetzt ist zu flüssig. Jetzt müssen wir das mit dem Pinsel schieben. Das kann man halt auch... Jetzt habe ich es da ganz kaputt gemacht, ne? Okay, so viel kaputt habe ich halt auch noch nicht gehabt. Ich habe das auch noch nie mit IKEA-Servietten gemacht. Moment, wir wechseln die Serviette. Moment, das geht nicht. Jetzt hat es die einzige rosa Serviette, die ich habe. So, kann ich mein Babytuch nehmen. Müssen wir mal gucken. Wo sind denn die anderen jetzt? Oder lasse ich gleich zwei Schichten? Aber eigentlich funktioniert das mit einer Schicht. So. Wieder zur Seite. Die sind schon, von der Haptik sind die schon ein bisschen anders, aber Moment, ist das jetzt wieder so richtig? Nee. Die hätte ich nicht geschnitten, ne? Okay, wir schneiden nochmal. So, jetzt aber. Sollte das jetzt mit dem Rosa jetzt auch nicht klappen, dann müssen wir mal schauen, denn ich habe noch eine Alternative, wo ich das auch gut mit hinkriege. Jetzt müssen wir mal gucken. Also ganz zärtlich, das ist also wirklich sehr empfindlich hier. Vielleicht eher nur so tupfen. Ja, das ist aber schwierig. Also IKEA-Servietten sind dafür nicht zu empfehlen. So. Vielleicht eher drauf tropfen lassen. Das ist ein sehr interessantes Experiment, was ich nicht weitermachen werde, weil das, oder? Moment, ich muss das, rosa auf rosa ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Nee, das geht noch. Moment, wir machen es doch weiter. Außer es geht jetzt wieder was kaputt. Also massiv kaputt, ne? So wie gerade. Also ich tupfe das jetzt nur. Ich denke, das ist die bessere Variante bei den Servietten. Also gucken, dass man ein bisschen stabilere Servietten nimmt. Weil eigentlich tut denen das nicht so unbedingt. Also es tut denen schon was, aber so also wenn man leicht streichen tut, also bei den anderen Servietten, war das bisher nie ein Problem. Liebevoll, ganz liebevoll bei den Servietten bitte. Nicht vergessen, die Hälfte haben wir fast. So, ich glaube, so geht's. Oder?
Ja, doch. Die Seite ist okay. Dann machen wir uns jetzt mal an diese Seite hier. Vielleicht vorher nicht festkleben, dieser, also so, dass sie schon den Halt hat. Das könnte vielleicht eine Alternative sein dann. Aber es ist halt praktisch, wenn sie den Halt schon hat, die Serviette. Naja, da muss man einfach gucken. Da muss man sich, wie gesagt, daran sieht man das, das muss man sich ausprobieren. Aber da ich halt so einen rosa Ton halt auch in der Serviette haben wollte, musste ich auf die zurückgreifen. So. Aber fürs nächste Mal weiß ich das. Oder ich probiere es das nächste Mal tatsächlich mit zwei Lagen von der Serviette aus. Da muss man wirklich ein bisschen konzentrierter gerade sein. Okay, also die Ecke würde ich hier auch nochmal. So. Hier also wirklich Vorsicht, dann geht's eigentlich auch. Hier würde ich das jetzt auch wieder so machen, dass wir uns das auf die Hand geben. Das ist echt so ein Barbie, ne? So auch an die Ecken und so. So, jetzt habe ich hier noch ein paar liegen auf dem Tisch. Da passt noch was hin. Und dann haben wir das auch schon. Nee, Moment, da zwischen meinen Fingern sind noch welche. So. Hier ist nichts, ne? Ich übertreibe. Ich übertreibe dann gern auch, ne? Weil da fehlt dann noch einer und da könnte noch einer. Und das ist rosa. Ich weiß, dieser rosa Ton kann, gerade wenn man so Vintage-Sachen macht, auch abschreckend wirken. Lasst euch nicht abschrecken. Auch so eine Farbe kann man immer wieder runtertrimmen. Und dann ist das gar nicht so schlecht. So, jetzt aber hier. Oder nur so ein Teil von dem Rosa dann benutzen. Also wir müssen das ja nicht als Ganzes nehmen, sondern man kann das dann schön auseinandernehmen. Und dann sieht das am Ende auch sehr cool aus. So, ich bin hier echt unsicher, ne? Ich streue mir da ein bisschen was in die Hand. Bisschen, habe ich gesagt, nicht so viel. Einfach so. Dass da so ein kleines Highlight zwischen ist. Oh ja, das geht doch. Ist okay, finde ich nicht schlecht. So, ich versuche das mal eben wieder da reinzumachen. Okay, ja, da muss ich gleich mal eben abwaschen, aber das soll jetzt der Sache keinen Abbruch tun. So, jetzt sieht das Ganze so aus mit dem Glitzer. Morgen geht es für mich weiter, für euch geht es natürlich nahtlos weiter. Und da werde ich den Rest des Bastelklebers nehmen. Das heißt, wenn ihr also so Bastelkleber, wie ich jetzt noch übrig habt, entweder, da ist so ein bisschen Klümpchen drin, ne? Ist aber auch nicht schlimm, entweder nehmt ihr den, und benutzt sie natürlich für ein anderes Projekt, ganz klare Sache. Ansonsten könnt ihr jetzt auch den Pinsel drin stehen lassen. Dadurch, dass er Feuchtigkeit in seinem Borsten hat, bleibt diese Feuchtigkeit bestehen. Und das ist eigentlich dann gar kein Problem. Ein Tag ist okay. Sonst wird es irgendwann aber auch nicht mehr schön. Dadurch, dass ich weiß, dass ich das morgen auf jeden Fall weitermache, wird der Kleber dafür reichen. Und ich brauche keinen neuen anrühren. Und ich muss den Pinsel auch noch nicht überflüssig sauber machen. So, das heißt, morgen seht ihr genau das wieder. Das trocknet jetzt 24 Stunden und dann gucken wir mal, wie es morgen weitergeht. So, trocken ist das Ganze. So sieht das dann aus. Also man kann das schon abmachen, wenn man möchte. Ich möchte das aber natürlich noch nicht abmachen. Das ist schon rosa Glitzer. Bitte nicht über meine Finger wundern. Ich habe gerade schon ein bisschen was anderes gemacht, deswegen sehen die aus, wie sie aussehen. Aber hier geht es jetzt weiter. Wie gesagt, es ist schön durchgetrocknet und man kann da drüber gehen. Man kriegt den Glitzer nicht unbedingt ab. Also bei der Serviette funktioniert das wunderbar. Man merkt ihn aber tatsächlich. Deswegen gehe ich tatsächlich gerne nochmal einmal mit Bastelkleber darüber. Und genau das mache ich jetzt einmal. Und hier kann man jetzt eigentlich gut drüber wuseln, ohne dass so wie vorhin sage ich, für euch war es vorhin, für mich war es gestern,
Servierte kaputt geht. Das ist eigentlich ganz schön und so haftet gleich auf jeden Fall sehr, sehr gut der Glitzer da dran. Also, was heißt gleich, ne? Wenn ihr das nächste Mal das abmacht, dann haftet der Glitzer auf jeden Fall. Der geht nicht ab. Es verschiebt sich hier halt immer wieder nochmal so ein kleines bisschen was. Und das, ja, das hindert man damit einfach. Man kann auch Pailletten mit zwischengeben. Da würde ich vielleicht aber dann auch dreimal drüber gehen. Je nachdem, was für Pailletten das dann am Ende sind. Da muss man dann einfach schauen. So, bei der anderen Serviette ist das gleich ein bisschen anders. Hier ist das ja so wie immer bei mir eigentlich. Wie gesagt, die andere Serviette ist eine sehr dünne Serviette. Und da müssen wir jetzt gleich mal schauen. Aber die hier ist schon mal fertig. Das lasse ich jetzt hier liegen, weil das dann schön durchtrocknen kann. Und ihr seht es dann gleich. Für mich ist es dann morgen, wenn ich das abmache. So, das schieben wir mal rüber. Ich glaube, hier habe ich jetzt ein bisschen rumgesaut. Ist aber nicht schlimm. Ein Stück die andere rüber. Und jetzt haben wir hier die Rosa. Ne? So ein bisschen Barbie-like. Auch hier, man kann das schon abmachen. Die ist sehr, sehr dünn. Also da sieht man es, das klappt trotzdem, auch wenn sie so dünn ist. Hier ist es aber tatsächlich so, ich glaube, das hat man gerade gesehen, hier fällt der Glitzer ab. Ich weiß nicht warum, ich kenne das so nicht. Wir gehen da nochmal drüber und dann werden wir mal gucken, wie das sich morgen, also für euch gleich, ich wiederhole mich, habe ich das Gefühl, wie sich das dann verhält. Also hier würde ich jetzt auch ein bisschen, naja, ich werde hier jetzt ein bisschen großzügiger auch drüber gehen, damit da auf jeden Fall das hält. Weil irgendwie finde ich das mit dem Rosa gar nicht so schlecht. Ich bin gespannt, wie es am Ende da rauskommt. Da schauen wir dann einfach mal. Und wie gesagt, jetzt gehe ich da einfach ordentlich mit Bastelkleber drüber. Wenn das noch nicht so richtig trocken ist, das heißt also, wenn da so eine kleine Ecke noch ein bisschen feucht ist oder so, das ist nicht schlimm, da geht das trotzdem. Und wir sehen, die Serviette reißt nicht. Und das ist doch auch schon mal sehr vom Vorteil. Ja, ich gebe, wie gesagt, jetzt ordentlich was darüber noch. Und wie gesagt, das hier ist noch von gestern gewesen, der Rest. Wenn man das Gefühl hat, das reicht nicht, einfach noch mal ein bisschen Bastelkleber dazu tun. Und ich gucke jetzt auch, dass ich das zum Beispiel leer mache. Es kann sein, dass das jetzt hier gut funktioniert, weil ich brauche hier doch ein bisschen mehr, ne? So, ihr könnt das auch einfach drüber schütten. Also das ist eigentlich kein Thema. So, ein bisschen habe ich hier noch. Streifen wir das mal da hoch. Also auf dieser Seite würde ich sagen, ist definitiv genug. Wir können hier noch mal ein bisschen drüber gehen. Und ich muss sagen, der Glitzer hat nicht ausgefärbt bisher. Kann sich natürlich auch noch ändern. Das weiß ich natürlich nicht. Aber bisher nicht. So. Ich würde sagen, das ist okay. Hier würde ich definitiv nicht mehr drauf machen. Das ist, gefühlt schwimmt das. Aber wir haben ja noch so einen kleinen Schluck hier drin. Dann machen wir das hier drauf. Das darf dann auch ein bisschen schwimmen. So. Verteilen wir das hier noch ordentlich. Und dann geht das... Ja, ist so gut wie leer, ne? Und dann geht es für mich... den nächsten Tag weiter für euch. Wie gesagt, ist das jetzt wieder ein Katzensprung. Und dann hören wir uns, sehen wir uns eigentlich mit dem Ergebnis wieder, würde ich sagen. Ja, Becher leer. Sehr schön. Und wie gesagt, der Pinsel danach gut am besten ausstreifen. Es gibt so ein kleines Reservoir im Pinsel, so nenne ich das jetzt mal. Das befindet sich hier, da sammelt sich immer ordentlich was. Also ich zeige euch das einmal, wenn man das nämlich jetzt hier drückt, dann sieht man das. Und dann kann man da also nochmal ordentlich sogar was rausholen. Deswegen am besten immer ordentlich ausstreifen. Und da kriegt man sogar so noch was. Also ich will es jetzt nur einmal zeigen. Deswegen habe ich das so gemacht. In der Regel mache ich das nicht so. Okay, von daher würde ich sagen... Morgen geht's weiter. In Ordnung. Jetzt ist alles trocken. Das heißt, wir können das Ganze jetzt abziehen. Und das ist immer der spannendste Moment, finde ich. Ich zeige euch erstmal, also wenn man jetzt so drüber geht, ganz klar, das Glitzer bleibt, wo es ist, was ich sehr, sehr gut finde. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das Ganze einmal abzuziehen. So, das kriegt man eigentlich ganz easy sauber. Ein bisschen Wasser, dann ist das eigentlich schon okay. Oh, da ist noch rosaner.
Nein. Naja, gut, okay. Ein bisschen Farbe muss auch sein. Ich hole euch dafür gleich auf jeden Fall einmal mehr. Das sieht sehr interessant aus, muss ich sagen. Wir machen das mal so. Ich lege da mal schwarzes Papier unter. Also ich habe das einmal mit schwarzem Papier, machen wir das mal. Und mit weißem Papier. Hier sieht man, dass ich nicht ganz so gut gearbeitet habe. Aber ich hole euch einmal näher. So, dann seht ihr das Ganze nämlich auch vom Nahen. Ich mache das mal so. Moment. So. Und dann seht ihr das, wie das mit dementsprechendem Hintergrundpapier zum Beispiel wirken kann. Jetzt kann man sich natürlich einzelne Teile hier raus trennen. Man kann das auch stanzen, wenn man möchte. Und nur, ich sag mal, einen kleinen Kreis als Hintergrund irgendwo geben oder so. Das finde ich schon sehr cool. Ich mag das sehr gerne, auch von der Haptik und alles. Doch, also ich finde, das sieht ganz cool aus. Es hat halt auch diesen alten Charme. Wenn wir das Ganze jetzt umdrehen, ja, da wirkt das nicht so cool, muss ich sagen. Aber hat auch was, je nachdem halt, was man damit dann auch machen möchte. Ich mache euch einmal wieder groß. Und dann geht es nämlich jetzt an das rosa Papier. Da bin ich auch sehr gespannt, weil die Serviette hat uns ja so ein bisschen Ärger gemacht. Und da bin ich wirklich gespannt. Okay, ablösen lässt sie sich auch sehr gut. Das sind die, die hier hangen, deswegen sind die abgegangen. Ich nehme wieder gleich das Papier dazu, wobei ich lege das einmal so hin. Das sieht schon cool aus. Doch, das sieht schon cool aus, muss ich sagen. Also dieses Rosa, dieses leichte Rosa, finde ich sehr cool. Okay, ich lege das wieder so hin. Hole euch dafür auch einmal näher. Und dann sieht man dann auch einmal das Ganze mit einem etwas dunkleren Hintergrund und mit einem hellen Hintergrund. Ich finde auch die Optik sehr, sehr cool. Wie gesagt, da muss man gucken, wo man das jetzt unterbringen möchte. Ich würde jetzt so ein ganzes nicht benutzen. Außer zum Beispiel bei einem Kawaii-Buch oder sowas. Da, also so ein Kawaii-Journal, kann ich mir das gut vorstellen. Da würde ich wahrscheinlich aber ein bisschen, ja, da würde ich das Ganze ein bisschen wilder gestalten wahrscheinlich. Aber so finde ich das schon sehr, sehr cool. Aber für andere kleine Sachen, wie gesagt, im Hintergrund zu geben, finde ich, sieht das sehr, sehr cool aus. Hätte ich denn jetzt mal was? Ich habe hier noch unsere letzte Gorgeous. Wenn wir da einfach mal, oder zum Beispiel, wenn man so einen Rahmen hat und nur so ein Teil dazwischen. Oder wenn man sie dann so als das dafür im Hintergrund, oh, ihr seht das gar nicht. So, wenn man sie dann nimmt und dann einfach das Ganze im Hintergrund packt. Finde ich auch nicht schlecht. Habe ich noch was hier liegen, um euch da was zu zeigen? Leider gerade gar nicht. Hm, ist ja immer so, ne? Man könnte das vielleicht auch ins Journal geben. Ich mache euch einmal groß wieder. So, wenn man zum Beispiel sein Journal hat, hier hatten wir ja angefangen, fehlt nur noch eins, kann man das auch als Umschlag zum Beispiel vorne vorgeben. Ich finde sogar, das passt hier ganz gut zu. Muss man natürlich jetzt gucken, wo passt die Farbe, wo kann man das machen. Ich lege auch mal als Alternative das drüber. Also das kann man schon machen. Ich möchte jetzt auch noch mal, das möchte ich jetzt selber noch mal sehen, wenn man das zum Beispiel hat. Ja, das sieht doch auch nicht schlecht aus, wenn man halt etwas Gestempeltes hat und dann da drauf gibt. Ich hole mal noch mal was anderes. Okay, ich habe mir noch mal was anderes geholt, um euch das einfach zu zeigen. Hier würde ich, glaube ich, auf das weiße Papier, wenn dann, setzen, also mit einem hellen Hintergrund. Und dann einfach wie so ein kleines Passepartout dann um so eine Karte dann das Ganze machen. Man kann das Ganze natürlich auch, das ist jetzt nicht ausgeschnitten, das müsste man halt ausschneiden. Man könnte auch so ein Häschen da drauf geben. Ich habe das irgendwo auch in rosa eigentlich. Das hier ist, ich finde das gerade nicht. So, jetzt habe ich das Ganze auch in rosa. Ich wusste doch, irgendwo habe ich doch so ein Häschen. Und wenn wir das ausschneiden, das ist nicht ganz fertig. Das war nicht so perfekt für mich, als ich das ausgemalt habe. Das würde zum Beispiel mit dem rosa Hintergrund aber sehr schön wirken. Hier habe ich nochmal eins, was ich koloriert habe. So einfach, dass man so ein bisschen den Vergleich hat. Wie gesagt, die sind jetzt nicht ausgeschnitten. Aber wenn man das so nimmt, finde ich, kann das schon ganz cool aussehen. Doch, also warum nicht, ne? Dafür kann man das zum Beispiel nutzen. Ich werde jetzt sehen, was ich damit mache. Ich gucke einfach mal. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Weil das ist, habe ich jetzt tatsächlich eher gemacht, um euch das einmal zu zeigen. Aber das wird auf jeden Fall irgendwo vorkommen. Und ich zeige euch auch nochmal die andere Variante. Und zwar ist das diese hier. Die ist halt sehr, sehr wild gewesen.
Da habe ich ordentlich diesen ganz feinen Glitzer reingegeben. Das kann, wenn man auch hier wirklich nur so ein kleines Stück von nimmt, wirklich gut aussehen. Aber ich finde das Glitzer zu orange auch. So ganz so cool finde ich es nicht. Okay, bei uns fängt es gerade an zu rechnen. Ich war gerade ein bisschen irritiert, Entschuldigung. Ja, aber sonst, doch, ich finde, das sieht sehr cool aus. Gerade das Rosane. Mir hat es das Rosane angetan. Ich werde damit irgendwas machen. Ich lasse mir was einfallen, was cool ist. Aber wie gesagt, für den Hintergrund oder so, dafür nehme ich das eigentlich ganz gerne. Aber hier, dieser Versuch ist, das ist mir nicht ganz so geglückt. Wie gesagt, so ganz kleiner Glitzer, da dann vielleicht eher ein bisschen weniger als wie zu viel. Okay, jetzt habe ich aber lang genug geredet. Das Video geht, glaube ich, auch lang genug. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ihr mehr sehen wollt oder was ich daraus mache, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis morgen!